Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Donkey Kong Country Returns. Wir begeben uns heute in die viereckigen Level, also auf der Weltenkarte viereckig. Ich weiß nicht warum, aber es sieht mir überhaupt sehr suspekt aus mit diesem komischen Schacht, der da. Also, ich bin gespannt, was hier passiert. Okay, da hinten ist eine Lampe. In der Lampe könnte der Puzzleteil drin sein und wir haben riesige Zylinder im Hintergrund, auch nicht schlecht. Tatsächlich, so ist es. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass Puzzleteile in einer Lampe sind und wir sollen einen roten Button suchen? In Ordnung? Ist der schwer versteckt? Keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall hier mal alle Bananen einsammeln. Kann ja sein, dass sie was versteckt haben. Nein, okay, das war umsonst. Oh, aber hier ist ein Schalter. Moment. Kann ich den nicht runtertrommeln? Nee. Okay, den kann ich anscheinend nicht drücken. Interessant. Und oh, eine neue Art von Gegner. Ein Roboter. Der 3 Hits aushält. Und eine Flammensäule spuckt. In Ordnung. Okay, jetzt wird es auch ein bisschen trickiger, sag ich mal. Wow. Das Level gefällt mir vom Design. Moment mal, kann ich da drüber hüpfen? Ist das gut oder schlecht, was ich hier mache? Oh, da drin ist das K. Ich muss hier rein. Aber lande ich dann da drüben? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt einfach mal rein. Ich mach's einfach mal. Ich hoffe, das war kein Fehler. So, okay. Ich hole mir jetzt hier auch mal alles in den Shop. Mal da unten, ne? Seht ihr sie da unten, die Banane? Rechts unten, da ist doch ganz safe was. Ich riech's doch. Nee. Okay, ist da nichts gebracht? Jetzt sind wir hier. So, dann jump ich einfach mal da runter. Sehr schön. Und hier ist Puzzleteil Nummer 2. Von 9. Jetzt sehe ich es erst, dass es hier 9 gibt. Damn. Okay. Aber ich muss sagen, ich hätte eigentlich ganz gern mal einen Diddy. Auch wenn ich sagen muss, dass dieses Level eigentlich echt cool gestaltet ist. Das sieht echt richtig, richtig schick aus. Und wie gesagt, 9 Puzzleteile finde ich auch eine schöne Sache. Weil hat man richtig viel zu suchen. Was haben wir hier? Puzzleteil Nummer 3, oder? Oh nein, schade. Wäre zu schön gewesen. Damn, aber das ist jetzt sonst gar nicht mal so einfach. Okay, immer schön hüpfen, dass man hier nicht rutscht. Hier könnte ein Puzzleteil sein. Dem ist auch so. Sehr schön. Nummer 3 ist da. Okay, und jetzt da hoch. Ja, alles easy. Oh, Moment mal. Hier brauche ich das. Okay, sehr schön. Und jetzt bekommen wir auch mal Diddy und einen Checkpoint. Ist da unten was? Ich bin mittlerweile sehr vorsichtig geworden. Nein, sieht aber nicht so aus. Dich werde ich mal kurz erledigen, Kollege. Ich finde es so schön, wie... Also, ich finde es das Detail sehr schön, dass so langsam die Glasscheibe kaputt geht, wenn man auf diese Gegner hüpft, die 3 Hits aushalten, ne? So diese Kuppel oben. Haben sie ganz schick gemacht. Und Freunde, heute ist ein richtig geiler Tag zum Aufnehmen. Es ist, naja, eigentlich ist es geil und auch nicht geil. Es ist Sonntagabend, sprich, morgen muss ich wieder in die Arbeit. Das ist der weniger coole Teil. Aber es war eigentlich den ganzen Tag relativ warm. Und jetzt ist es 8:30 abends. Aber es ist richtig, richtig schön kühl draußen. Es ist bewölkt und es ist eine richtig, richtig schön kühle Luft draußen. Trotzdem kann man natürlich das Fenster aufhaben. Also es ist nicht so, dass man friert. Aber das ist einfach wirklich das perfekte Aufnahmewetter. Man kann hier sitzen ganz locker, ohne Druck. Ich glaube, hier ist wieder so ein Schalter. Die muss ich doch irgendwie betätigen können, oder? Das könnt ihr mir doch nicht erklären. Aber geht nicht, ne? Habe ich jetzt schon öfter probiert. Oh, damn. Da muss ich doch safe hoch. Oh, Moment mal. Ist das überhaupt der richtige... Das ist der offizielle Weg, oder? Hier nach oben. Nein, ist es nicht. Ist es tatsächlich nicht. Oh, Moment mal. Damit kann ich doch... Kann ich damit die Schalter aktivieren? Wenn ich von weiter oben runterfalle? Oh, boy. Irgendwie will ich es nicht wahrhaben, dass man diese Schalter nicht aktivieren kann. Das ergibt einfach... Das ergibt keinen Sinn. Dass sie da sind und man sie nicht aktivieren kann. So, ich spring jetzt einfach mal hier drauf. Jetzt lass ich mich einfach fallen. Nein, bringt nichts. Bringt einfach nichts. Das darf nicht wahr sein. Okay, dann pusten wir mal kurz hier dran, damit wir nichts verpassen. Sehr, sehr strange. Sehr, sehr strange. Ich fühle mich irgendwie nicht ganz wohl bei der Sache. Oh, aber hier fühle ich mich vielleicht auch nicht so ganz wohl, weil es hier gleich... Oh nein! Ich hätte das Fass mitbringen müssen. Moment mal, wo war der letzte Checkpoint? Der war doch hier irgendwo, oder? War der nicht hier? Okay, wisst ihr was? Ich bringe mich einfach um. Scheiß drauf. Ich hätte das Fass mitbringen müssen. Und ich weiß, dass das Puzzleteil ist, deswegen bringe ich mich um. So, dieses Fass brauche ich.
Das und nichts anderes. Und das muss ich hier mit nach drüben nehmen. Und dann... Ach, das ist doch lächerlich. Jetzt alle. Und direkt wieder gestorben. Was ist denn das? Aber egal, wir haben es. Wir haben es. Alles cool. So, an dieser Stelle geht's für uns weiter, Friends. Endlich. Hat ja nur ewig gedauert. Uiuiui, hier fliegt man so einen gefährlichen Bogen. Damn. Und hier muss ich nach unten. Was genau passiert hier? Kommt hier irgendwann ein Eingang? Oder muss ich irgendwas machen? Hey, hier ist eine Bodenplatte, oder? Da kann ich doch rein. Nee, auch nicht. Hua! What the fuck? Ach, hier ist dieser Button, den ich suchen musste. Okay. Wir haben dem Ganzen jetzt Strom hinzugefügt. Kann ich irgendwas machen? Das ist ein riesiger Stecker, damn. Was genau hat das jetzt gebracht? Da hinten leuchtet irgendwas rot. Ja, hübsch. Ich bin leicht verwirrt. Aber das stand ja ganz am Anfang des Levels als unsere Mission fest. Dass sie diesen roten Button suchen müssen. Und den habe ich jetzt gefunden, also. Aber, hä? Okay, wir spielen, glaube ich, einfach mal das Level weiter. Ich denke, das ist am besten, ne? Und dann schauen wir am Ende einfach, was uns das Ganze gebracht hat. So. Oh boy. Oh boy. Damn. Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Ich hätte da... Das ist wieder was, was man einfach nicht wissen kann. Hey. Nice. Aber wie bin ich nochmal da drauf gekommen? Okay, hier wären wir wieder. Okay, wir müssen da hin. Oh, was ist das denn für ein Scheiß? Ey, wie soll das gehen? Wie zur Hölle soll das gehen? Oh Gott. Ach, von hier. Von hier soll das gehen. Damn, sag das halt gleich. Oh, und ich tue hier rum. Mein Gott. Das sind so Momente, wo ich einfach nur so denke, so ernsthaft. Das ist ja... Das ergibt irgendwie auch viel mehr Sinn. Ey, wie viel Zeit ich jetzt einfach schon in diesem Level wirklich verschwendet habe. Das ist unfassbar. Es geht mir langsam echt ein bisschen auf den Sack, dieses Level. Aber es liegt auch vielleicht ein bisschen an meiner eigenen Inkompetenz. Jetzt checke ich mal eben ab. Ja, genau, und das N will ich. Und hier ist mir wieder ein Checkpoint. Sehr schön. Boy, also wirklich gut anstellen tue ich mich hier nicht. Aber was soll's. Okay, grüne Ketten, die sozusagen hier hohes Gras symbolisieren sollen. Hier muss ich doch safe nach oben. Ja. Okay. Das war Nummer 8, habe ich das gerade richtig gesehen? Dann sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Auch wenn wir einige Probleme in diesem Level haben. Aber das ist auch immer so ein Level. Und es ist so ein Level, wo man an so vielen Stellen so eklig rutscht. Das ist echt nicht cool. Okay. Oh, da müsste ich vielleicht oben drauf. Oh, da müsste ich vielleicht oben drauf. Das kann gut sein. Ich hoffe, dass ich das... Nein, das schafft man nicht. Das schafft man nicht, da oben drauf zu kommen. Das halte ich persönlich für unmöglich. Okay, hier ist nochmal sowas. Boy. Ich hab Angst, dass da oben was ist, aber da komme ich jetzt nicht mehr hin. Ich muss einfach darauf vertrauen, dass das Puzzleteil da nicht ist. Naja, aber wir kennen ja alle die Entwickler. Wie sozial die mit sowas umgehen. Okay, hier rein. Als ob ich da warten muss. Okay. Jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Jetzt müssen wir mal warten, bis die Ketten wieder kommen. Und das hätte man doch irgendwie auch nicht riechen können, oder? Also ich weiß nicht, dann erwartet man doch, dass halt irgendeine Plattform kommt oder so. Und nicht, dass man da ins Nichts fliegt. Okay, das wird jetzt aber auch spannend werden. Wie wir da rankommen sollen. Nee. Ey, wie oft ich hier sterbe!
Okay, jetzt wird's übel. Okay. Aber das hat schon mal funktioniert. Geiler Scheiß. Das Ding ist nur, ich habe so Angst, dass mir ein Puzzleteil fehlt und ich das alles nochmal machen darf. Alles. Okay, da war nichts drin. Tatsächlich. Ich darf das Level nochmal machen. Ich darf es einfach nochmal machen und ich bin, glaube ich, locker über 10 Mal gestorben hier. Oh boy, ich habe euch nicht alles reingeschnitten an Toten, aber ihr könnt wissen, ich hasse dieses Level. Aber jetzt bin ich erstmal interessiert daran, was ist passiert, weil ich diesen Button gedrückt habe. Ah. Okay, wir haben das Ganze jetzt mit Energie versorgt. Und das müssen wir in den nächsten beiden Leveln auch noch machen, alles klar, aber... Ja. Dann mache ich das halt nochmal mit Squawks. Okay, hier. Aber da oben war ich doch. Lol, in der Lampe auch noch. Oh boy. Okay. Da habe ich es nicht mehr vermutet. Einfach, weil da schon der andere Bonus war. Aber in Ordnung. Wir haben es. Und es war wirklich eigentlich nicht schwer versteckt. Alles klar. Ich habe definitiv zu viel Zeit in diesem Level gelassen. Und zu viele Leben und zu viele Nerven, ne? Schauen wir mal, ob Schalterverwalter besser wird. Aber irgendwie der Name sagt mir auch nicht zu. Auch hier. Sollen wir den Button suchen? Alles klar. Hätte ich jetzt schon fast vermutet. Okay, ich denke, uns wird jetzt hier gleich am Anfang wieder das, ja, das Prinzip vorgestellt. Denn ich glaube, ich kapiere es auch schon. Ja, ganz easy. Ganz easy, ganz simpel. Danke, Open Broadcaster. Oh, Mann. Oh, Mann, warum hast du so Probleme hier bei der Aufnahme? Naja, macht nichts. Da oben geht's auf jeden Fall rein. Oh, Mann, ich habe mich getroffen. Ich sag dir, da oben geht's rein. Yay. Sehr schön. Und hier ist jetzt dann Puzzleteil Nummer 1. Oh no! Direkt ein Bonus. Na, oh Gott. Was für einer, was für einer? Auch noch der, den ich nicht mag. Na, nicht geil. Ich versuche direkt jetzt nach oben zu kommen. In meinen One-Up mal wieder. Kann ich gut gebrauchen. So, dann lass mal das hier holen. Rüber. Zack, zack, zack. Und mal, schaffe ich das? Nein, ich schaff's nicht. Alter, was ein Sprung. Was ein Sprung. Damn, der war gut. Aber den mache ich jetzt nicht nochmal. Jetzt brauche ich mir nicht nochmal zu. Ich hole mir das Puzzleteil. Ganz entspannt auf die herkömmliche Art. Wie viele gibt's hier? Wie viele gibt's hier? Okay, nur 5. Also deutlich weniger als beim letzten Mal. Achso, ich bin jetzt da wieder rausgekommen. Kapiert, kapiert, kapiert. Und jetzt geht's weiter. Da unten könnte was sein. So, weg mit dir. Huhn, hau ab. Lass mich in Ruhe. Moment. Hier ist natürlich eine Münze, ja, aber musste nachgeguckt werden. Oh boy, Feuer. Oh, und gegen die kann man nichts machen, oder was? Okay, nein, gegen die kann man tatsächlich nichts machen. Das ist nicht cool. In Ordnung. So, jetzt müssen wir hier mal richtig springen. Dass wir immer den Schalter im Runterfallen berühren. Damn, jetzt wird's ganz schön anspruchsvoll. Welt 7 war bisher eigentlich immer ganz gut machbar. Aber jetzt habe ich echt langsam Angst, dass es fies wird. Und zwar so richtig fies. Oh, verdammt, nee, das war falsch. Moment. So muss es sein. Okay, ist da oben an der Lampe was? Nein, verdammt. Habe wieder was falsch gemacht. Ah! Das Schlimme ist, dass halt allein schon das reine Berühren dieser Flächen sozusagen dazu führt, dass das weggeht. Oh boy, ich kapiere schon. Das war vollkommen geistesgestört, was absolut nicht notwendig war. Weg mit euch. Okay, wie funktioniert das? Okay, ich muss darüber schwingen, oder? Okay, ja. Ergibt Sinn. Das K haben wir. Ich muss jetzt wieder hoch. Hoch, 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 hoch. Richtig, genau so. Jetzt passt. Boah, das ist ganz schön fies. Damn. So, hier den Schalter in der Luft berühren. Boah, die haben sich hier schon fiese Sachen ausgedacht, ne? Und da unten ist was. Da unten ist der Boden. Der sieht doch so brüchig aus. Okay, ich muss da runter. Ich muss den Schalter aktivieren und dann zurückkommen. Ja, genau so. Jetzt hier rein. Und ich kann doch jetzt hier mit Sicherheit das machen. Als ob. Als ob. Ah, nein. Hier ist gleich der nächste Bonus. Hier ist der Schalter. Okay, der war schwerer versteckt als beim letzten Mal, definitiv. Aber sehr gut.
Da haben wir den auch schon schnell gefunden, ne? Das fühlt sich gut an. Das fühlt sich richtig an. Nicer Scheiß. Okay, let's go. Was haben wir uns hier jetzt frei gebaut? Oh, brauche ich die Bananen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich bin trotzdem wieder so ein Sammelfreak. Ich hole sie mir trotzdem, auch wenn es wahrscheinlich keinen, wie zu erwarten, keinen Zweck hat. So. Nein! Nein, nein, nein. Oh. Das macht einen ein bisschen wahnsinnig. Zack, 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 so. Okay, wie komme ich da hoch? Okay, Moment. So. Und jetzt hier rüber. Und jetzt hier. Und dann da hoch. Und dann, yes! Puzzleteil Nummer 2 von 5. Alles cool. Was ist hier? Warum, was wackelt da so? Ist da irgendwas Besonderes, von dem ich was wissen sollte? Sieht nicht so aus, ne? Na dann, weiter geht's. Es macht aber deutlich mehr Spaß, als ich anfangs vermutet hatte. Also ich hatte anfangs vermutet, dass es jetzt echt so ein richtiges Scheiß-Level wird. Na, das Spawn-Up kann mir mal gestohlen bleiben. Wie gehe ich jetzt hier am besten vor? Einfach direkt durch? Oder hätte ich da alles einsammeln müssen? So, du hörst mal ab. Verdammt, ich habe Angst, dass ich hier alles sammeln muss. Weil es ist halt schon schwierig, da an das ganze Zeug ranzukommen. Okay, aber ich muss... Ich hätte es nicht tun müssen. Ich hätte es nicht tun müssen. Das war mal wieder für die... Habt ihr es gesehen? Da oben war ein Fass. Da oben war ein Fass. Oh, scheiße. Jetzt darf ich nichts Dummes machen. Das machen wir so. Und dann hier. Boah, ganz... Oh, boy, 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 boy. Aber heißt das, dass dann das der zweite Bonus ist? Tatsächlich. Damn. Oh, nein. Und das ist auch noch eine, die wir schon seit längerem nicht mehr gemacht haben. So. Senkrecht runter. Zack, 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 zack. Aber das ist auch einer, wenn man sich konzentriert, ist der machbar. Man hat ja Zeit. Das unterschätzt man bei diesem Bonus, dass man keine Zeit hat, aber man hat sie. Und dann kann man sich auch ganz entspannt dieses Puzzleteil holen. Sehr schön. Nummer 3 ist das jetzt, oder? Ja, wir kommen gut voran. Wir kommen gut voran in dem Level. Ich habe keine allzu großen Bedenken, dass wir versagen sollten. Okay, Moment mal. Lass mal das hier einsammeln. Jetzt müssen wir den Schalter berühren. Oh boy, oh boy. Okay, Moment. Ja. Ja, oh. Das ist ganz schön heftig. Damn. Aber geschafft. Sehr schön. Huh. Jetzt werde ich hier gerade zu Höchstleistungen gefordert. Definitiv. Oh, die muss ich kaputt machen. Ja, das habe ich vorhin schon gesehen, dass es geht. Dass man die killen kann, wenn man sozusagen die Wand direkt hinter ihnen erscheinen lässt. Dann werden die so nach vorne aus dem Bild rausgedrückt. So, da oben ist doch safe was. Das sieht man doch schon. Was mache ich hier am besten? Erstmal so. Und dann so. Und dann so. Und dann... Das muss ich aktivieren, dann da hoch. Wow. Das ist ganz schön herausfordernd. Und dann... Moment, jetzt gehe ich erstmal darüber. Okay, ach, da war das Bonusfass. Kapiert, kapiert. So, und jetzt droppe ich hier wieder. Sehr schön, 4 von 5. Das macht Bock. Das ist echt geil, das Level. Dagegen kann man nichts sagen. Wow, das war das so übel. Da muss man sauschnell reagieren. Was ist jetzt der Trick hierbei? Was ist der Trick jetzt hierbei? Muss ich da fallen lassen auf jeden Fall? Oh boy. Ich drop mich hier mal. Oh nein, 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 nein. Erstmal hier chillen, erstmal hier chillen. Jetzt hier. Okay, ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Naja, ich lebe noch. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass ich es richtig gemacht habe. Oh fuck. Jetzt wird's übel. Jetzt muss man hier richtig mit den Wänden spielen. Oh boy. Jetzt muss ich darüber springen, ne? Ja. Man muss jetzt auch absolut viel mitdenken. Sehr viel mitdenken. Okay, top, das passt. Die Hühner muss ich nicht killen. Aber ich muss da drauf. Ich muss hier drauf. Weg damit. Aktivieren, rüber. Okay. Jetzt habe ich verkackt. Jetzt habe ich verkackt. Berührst du einmal den Schalter, bist du einfach instant tot. Scheiße!
Okay, jetzt sind wir hier. Aber das Problem ist, ihr seht es, wir sind ohne Diddy hier. Und ich habe auch nur noch ein Herz, was nochmal weniger geil ist. Jetzt muss ich mich hier droppen, oder? Hier droppe ich mich mal. Dann kann ich hier chillen. Okay, jetzt ein Rollsprung rüber. Oh Gott, da ist auch noch so eins. Oh nein, den hätte ich killen können. Oh boy, oh boy. Oh lol. Okay, gut. Ja, genau so sollte es sein. Weil da muss ich nämlich rüber. Und hier ist das fünfte Puzzleteil. Geiler Scheiß, das haben wir auf jeden Fall schon mal. Trotzdem, safe fühle ich mich allemal noch nicht. Hä? Haben wir KONG? Ja, tatsächlich. Wow. Okay, mit dem Ende des Levels hätte ich hier nicht gerechnet. Ich dachte, da ich noch gar nicht das G habe, wird auf jeden Fall noch was auf uns zukommen. Aber das haben wir mit deutlich mehr Bravour gemeistert wie das erste Level. Das erste war schon eine leichte Katastrophe, muss man zugeben. Aber auch das wurde jetzt aktiviert. Not bad. Und beim nächsten Mal werden wir den letzten Button aktivieren. Und dann gucken wir mal, was passiert. Da wird ja wahrscheinlich, was wird denn rauskommen? Eine Rakete wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung. Wenn es euch gefallen hat, Friends, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Hübi.